Freundschaft Plus ist eigentlich was ganz Tolles. Freundschaft Plus bedeutet nämlich, dass man eine tolle Freundschaft als Grundbasis hat und ab und zu hat man Spaß miteinander. Was eigentlich gar nicht verkehrt ist, wenn denn von vornherein klar ist, dass es auch eine Freundschaft bleibt und nicht der eine dann irgendwann mal mehr empfindet und vielleicht eine Beziehung möchte, während der andere die Freundschaft schätzt. Ja, das ist natürlich so der Knackpunkt dabei. Ich hatte sowas auch schon. Ich hatte Glück im Unglück sozusagen. Ich habe einen Menschen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und da war eigentlich nie klar, dass irgendwann was läuft, bis es dann mal geknallt hat. Und ja, dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst dir, oh weia, jetzt hast du mit einem Freund geschlafen. Und ja, also für uns war einfach wichtig, dass die Freundschaft wirklich im Mittelpunkt steht. Und ja, diese netten Gimmicks außenrum, das ist ganz toll, weil das ist jemand, dem du vertrauen kannst. Und du kannst dich da auch fallen lassen, zusammen lachen und auch mal zusammen weinen, finde ich auch ganz wichtig. Und ja, schlichtweg ist es so, dass man sowas gerne mal ausprobieren kann, wenn vorher die Grenzen einfach abgesteckt sind. Weil wenn die Freundschaft dann kaputt geht, dann ist es natürlich echt schade drum. Deswegen solltet ihr jemanden haben, mit dem ihr vielleicht Freundschaft plus pflegen möchtet, dann probiert es aus und sprecht vorher drüber, wie weit das Ganze gehen darf, damit es euch beiden im Anschluss auch wirklich gut damit geht.